Bethesda. Arcane Studios. Unreal Engine. Scaleform. Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Let's Play Dishonored. Wieso spiele ich so ein altes Spiel? Tja, ich habe Dishonored noch nie gespielt. Nein, das ist ein bisschen gelogen. Ich habe die erste Sektion gespielt bis zu einer gewissen Stelle, die werde ich euch dann sagen. Also sagen wir mal, bis zur ersten richtigen Mission habe ich gespielt. Und in 4 Monaten, im November, kommt Dishonored 2 raus. Und das würde ich auch sehr, sehr gerne spielen. Ich würde es aber sehr ungern spielen, wenn ich bis dahin nicht den ersten Teil gespielt habe. Die Story baut ja aufeinander auf. Ich weiß nicht, wie Dishonored 1 ausgeht, aber ich weiß, wer die Hauptrolle ist oder wer einer der Hauptcharaktere im zweiten Teil ist. Und deswegen möchte ich mir diesen Teil nicht entgehen lassen. So, mal gucken, ich muss ein neues Spiel starten, denn ich will ja nicht da weiter spielen, wo ich aufgehört habe. Und los geht's. Wir spielen auf sehr schwer natürlich als Pro-Gamer. Nein. Auf normal. Helligkeit. So, ich muss das dunkelste Symbol gerade noch erkennen. Das nehmen wir an, das passt. Alles wird überschrieben. Das wollen wir. Ach so, es geht ja schon weiter. Ladezeiten kurz. Dunwall Tower, die Heimkehr. Endlich wieder daheim. Mehrere Monate lang warst du in den anderen Ländern des Kaiserreiches unterwegs, um sie um Hilfe im Kampf gegen die Seuche zu bitten. Jetzt musst du die offiziellen Antworten der Kaiserin überbringen, der du als kaiserlicher Schutzherr dienst. Corvo, gäbe es doch noch einen Vertrauten, den ich senden könnte, damit sie bei mir bleiben. Aber es gibt niemanden. Und der Meisterspion bestand zu Recht darauf, sie zu entsenden. Die Seuche hat so viele dahingerafft. Wir brauchen ein Heilmittel. Sind sie in meiner Nähe, findet mein Herz Frieden. Emily und ich werden ihre Rückkehr sehnsüchtig erwarten. Kehren Sie rasch zurück und bringen Sie gute Nachrichten. Renhaven. Ganz ruhig, genau. Aufpassen. Leinen los! Leinen sind los. Haben abgelegt. Eine Maus? Geradewegs zum Dunwall Tower. Lord Corvo hat Nachrichten für die Kaiserin, für die wir weit gereist sind. Ja, okay. Eine weite Reise für schlechte Nachrichten. Die Seeleute sagen, auf uns liege ein Fluch. Schwarze Magie überleben. Alles Aberglaube. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon ein Heilmittel für die Seuche. Vielleicht sind verrückte Zeiten. Der Leibwächter der Kaiserin auf einer monatelangen Mission, das ist ungewöhnlich. Es war wichtig. Wir brauchen Hilfe mit der Seuche. Na dann auf. Ich öffne die Schleuse. Und sie hebt sich. Wassermarsch. Endlich zu Hause. Oh, wir haben hier ein hübsches Sofa. Gleichmäßiger Druck. Ich finde die Grafik auf jeden Fall, dafür, dass ich weiß gar nicht, wie alt das Spiel ist, finde ich aber auf jeden Fall super. Die Kaiserin wird schon auf ihre Nachrichten. Bin mir sehr gut. Schöner Einstieg, auch schon stimmungsvoll. So, WSAD, um uns zu bewegen, das kennen wir. Kennen wir noch von Tetris, ne, damals. So, liebe Freunde. Weißt du jetzt, wo es lang geht? Ja, ja. Dem muss ich folgen. Der Druck war zu niedrig. Die neuen Maschinen sind empfindlich. Mach vor allem keine Experimente.
Sokolov hat wieder alles geändert. Wir wissen noch nicht, was die Hydraulik jetzt kann. Beweg dich schneller. Dunwall Tower. Hallo, Sir. So, hier haben wir Geoff Garner. Hast du gerade mit mir gesprochen? Was willst du? Ist ein Problem oder was? Oder warst du es? Das Gesicht merke ich mir, Freundchen. So. Carver, du bist zurück. Oh, hallo. Erzähl von deiner Reise, bitte. Gab es Wale? Ja. Warte, lass uns erst Verstecken spielen. Ich schließe die Augen, du versteckst dich. Du hast Zeit. Mutter spricht noch mit diesem fiesen, alten Meisterspion. Ah, okay. Na gut, na wenn du das sagst, dann haben wir Zeit. Dann spielen wir doch mal ein bisschen Verstecken. Gut, los geht's. Funktioniert Verstecken. Drücke linke Umschalttaste, um zu sprinten. Ich glaube, sie hat dich vermisst. So, das ist die kleine Emily. Folge mir, Corvo. Emily, 2 Meter. Hast du Monster auf der Reise zu den Inseln gesehen? Mein Kindermädchen sagt, es gibt viele im Meer. Aber ich glaube, sie will mal sehen, ob du das noch kannst. Ich schließe meine Augen und zähle. Und dann versuche ich, dich zu finden. Gut, ich zähle okay. Bis 10. Versteck dich gut. Ich werde mich so gut verstecken. Schleichen. Drücke C, um in den Schleichmodus zu wechseln und bleibe dann in Deckung, damit deine Gegner dich nicht sehen und entdecken können. Während du schleichst, sind deine Schritte gedämpft. Ah ja, so, dann machen wir das doch. Dann hört sie nämlich nicht, wohin wir gehen. Haha, sehr schlau von uns. Haha. Ja. Such du nur gut. Kleines Fräulein. Ah, da ist sie. Hier nicht. Ich habe mich so unfassbar gut versteckt, du wirst mich niemals finden. Ich bin hier drüben. Ich gewinne. Siehst du mal. Wisst ihr, ich weiß noch sehr gut, wie Verstecken funktioniert. Ziel abgeschlossen, optional Versteckspiel. Sehr gut. Das haben wir ausgezeichnet gemacht. Willkommen daheim, kaiserlicher Schutzherr. Hallo. Nicht bewegen, Campbell. Und Sie, Corvo, willkommen zurück, woher Sie auch immer kommen. Sie haben ihn zu allen Inseln geschickt, um Hilfe zu erbitten. Zeitverschwendung. Mein Elixier wird die Seuche aus der Stadt verbannen. Nun halten Sie doch still, Oberaufseher Campbell. Ich weiß nicht, sieht das wie Campbell aus? Natürlich, dein Elixier. Sie empfängt sie gleich. Hä? Oh. Guck mal, die sind alle sehr freundlich hier. Hallo. Hast du den Tisch sauber gemacht? Sehr fein. Oh, die Kaiserin. Menschen sind krank, keine Verbrecher. Das hatten wir doch schon besprochen, Majestät. Sie sind meine Bürger. Und wir werden sie vor der Seuche retten, wenn wir können. Jeden Einzelnen. Nun gut. Wir fangen damit nicht nochmal an. Mutter, Corvo ist wieder da. Danke, Emily. Lassen Sie uns allein. Wie Sie wünschen, Majestät. Corvo, 2 Tage zu früh. Voller Überraschungen, wie immer. Ich mag seine Synchronstimme. Das ist die Stimme von Michael Caine, wenn mich nicht alles täuscht. Wir sollten sie allein lassen. Ja, lass uns mal lieber allein. Ah, die Kutsche schaut hier geil aus da vorne. Die habe ich gar nicht gesehen, als ich das erste Mal gespielt habe. Cool. Ihr habt alles sehr schön gestaltet. Ich mag diesen Grafikstil.
Hallo, Kaiserin. Günstige Winde bringen Sie zurück zu mir. Welche Nachrichten bringen Sie? Hier bitte ein Brief. Ziel abgeschlossen, erstattete Kaiserin Bericht. Ich hoffte, eine andere Stadt wäre damit schon mal umgegangen und würde ein Heilmittel kennen. Das sind sehr schlechte Nachrichten. Wir sind am Ende. Nee. Feiglinge, sie werden uns belagern und abwarten, ob die Seuche die Stadt in einen Friedhof verwandelt. Geht es dir gut, Mutter? Du siehst traurig aus. Ja, keine Sorge, mein Schatz. Mutter geht es gut. Halt, wo ist die Wache? Wer hat sie weggeschickt? Mutter, sie! Was machen die auf dem Dach? Was? Emily, hierher! Was? Kampf. Drücke Maustaste links für einen Angriff mit rechts oder rechts für einen Angriff mit links. Natürlich, klar. Wenn du eine Waffe oder Kraft bereithältst, erst schließen. So. Schuss. Boah. Halte Steuerung links gedrückt, um Schwerthiebe zu blocken. Wenn du im richtigen Moment blockst, gerät dein Gegner aus dem Gleichgewicht, sodass er anfällig für einen Gegenangriff ist. Steuerung links. Linke Maustaste für Angriffe rechts, rechte Maustaste für Angriffe links. Alles klar. So, komm, weg. Vorsicht! Noch einer! Corvo, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht hier gewesen? Das ist mein Job. Oh, what the fuck? Nein! Lass... Oh nein. Und die Kleine muss sich alles mit ansehen. Und jetzt wird sie auch noch verschleppt. Corvo, alles fällt auseinander. Finden Sie Emily. Beschützen Sie sie. Sie sind der Einzige, der weiß, was zu tun ist. Das wissen Sie doch. Das werde ich, das verspreche ich dir, Kaiserin. Der Orden schütze uns. Seht, was er getan hat. Ja, er hat die Kaiserin getötet. Was ein Scheiß habe ich. Was haben Sie mit Lady Emily Schweine. Gemacht, Verräter? Ihr eigener Leibwächter, welche Ironie. Dafür will ich Ihren Kopf rollen sehen, Corvo. Ergreift ihn. Ironie, das ist alles ein abgekartetes Spiel. Dishonored, entehrt. Gefängnis von Coldridge, entehrt. 6 Monate sind vergangen, seit dich der kaiserliche Meisterspion beschuldigt hat, die Kaiserin ermordet und an der Entführung ihrer Tochter Emily mitgewirkt zu haben. 6 Monate, die du im Gefängnis von Coldridge verbracht hast, während der Tag deiner Hinrichtung immer näher kommt. Okay, wir sitzen also in einer Zelle schon ein halbes Jahr und sollen hingerichtet werden. Oh, das werden wir verhindern. Im Gefängnis von Coldridge. Das ist Ihre letzte Chance, Corvo. Unterschreiben Sie dieses Geständnis und ich gebe Ihnen die letzten Riten. Ihr miesen Säcke. Das reicht jetzt. Verschwindet. Gebt dem Mann Zeit zum Nachdenken. Oh, dich hasse ich besonders hier links. Corvo, Bazille. Die Kaiserin ist tot. Ihre Tochter Emily entführt und die Wahrheit wird niemals ans Licht kommen. Ja, Sie Ärmste. Morgen wird sie hingerichtet, aber es ist für einen guten Zweck. Dieses Land braucht starke Führer, die Schwachen leiten. Und dabei helfen wir gerne. Das Ganze war wirklich nichts Persönliches. Auch wenn Sie beinahe unsere Pläne vereitelt hätten. Aber es ist ja alles gut gegangen. Sie waren zur rechten Zeit am falschen Ort. Und jemand musste der Sündenbock sein. Leben Sie wohl, Corvo. Wachen! Bringt ihn zurück in seine Zelle. Sie sind also eigentlich dafür verantwortlich, dass die Kaiserin sterben musste? Gut, das werden Sie bestimmt bereuen. Dieses Essen hat ein Freund geschickt.
Ist das vielleicht ein ganz besonderes Essen mit Inhalt? So. Steuerung links, um Nahkampfangriffe zu blocken. Das funktioniert jetzt noch nicht. So, was haben wir hier? Springen mit der Leertaste, das kennen wir alles. Dann essen wir mal. Neues Zielbrief eines Freundes. Lies die Nachricht. Corvo, wer wir sind, spielt keine Rolle, aber seien Sie gewiss, wir glauben an Sie. Hier ist der Schlüssel zu Ihrer Zelle. Wenn Sie aus der Zelle treten, begeben Sie sich zum Verhörraum. Nehmen Sie den Sprengsatz dort und legen Sie ihn an die Eingangstür. Wenn die Bombe hochgeht, rennen Sie zum Fluss und verschwinden Sie in der Kanalisation. Dort werden Sie einige nützliche Dinge finden. Einer der Gefängniswärter wird eine Waffe direkt vor Ihrer Zelle platzieren. Und nun viel Glück. Wir brauchen Sie gesund und munter für das, was auf uns zukommt. Ein Freund. Vielen Dank, Freund. Sag mir, wenn du wieder um die Hunde spielen willst. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Ja. So, die Zellentür aufschließen. Wir haben den Schlüssel benutzt und jetzt können wir die Zelle öffnen. Hier vorne liegt eine Waffe. Können wir uns ducken mit C? Okay. Ja, stimmt, das hatten wir beim Versteckspielen gerade gelernt eigentlich. Haha. Schnell vergessen. Wir nehmen das Schwert und hier haben wir Münzen. 10er Münze und noch eine 5er Münze. So, hier mit Steuerung ist unser Block. Mit irgendeiner. So. Hier mit F können wir die Waffe halftern. So, mit links ist unser Angriff mit der rechten Taste. So, hier den Block merken wir uns. Warum kommen so viele Leute zu der Hinrichtung morgen? Wegen Corvo. Er hat die Kaiserin getötet und ihre Tochter Emily entführt. Echtes Ereignis? Genau, ein gesellschaftliches Ereignis für die Reichen und Schönen. Seht alle her, wie der edle kaiserliche Schutzherr seinen Kopf verliert. Sind nicht besser als wir, wetten auf Hundekämpfe. Wartungsteams dürfen den Einzelhaftzellen blocken. Oh, Gegner eliminieren und nicht tödlich überwältigen. Mit dem Schwert in der Hand kannst du einen ahnungslosen Gegner ausschalten, indem du die linke Maustaste drückst. Oder du schleichst dich von hinten an und hältst Steuerung links gedrückt, um ihn zu überwältigen, ohne ihn zu töten. Der nicht tödliche Schleichangriff hat den Vorteil, dass du es mit weniger Ratten und Weinern zu tun bekommst, manche Personen dir wohlgesonnen sind und das Ende weniger düster ist. Ist weniger düster gut? Ich denke, das werden wir spontan machen. Also ich bin jetzt nicht unbedingt der, der alle töten muss, aber ich glaube, das mache ich spontan, so wie mir die Tasten gerade in die Finger kommen. Ich versuche jetzt aber mal zuerst diesen nicht tödlichen Angriff. Betreten. Oh. Es sei denn, Sie werden von einem Wachoffizier begleitet. Das hat, glaube ich, nicht so ganz funktioniert, wie ich das wollte. Einzelhaftzellenblock müssen vorher geplant werden. Eine Woche vor. Oh Gott, oh Gott. Das wollte ich so nicht, das wollte ich so nicht. Oh Gott. Na gut. Na gut. Okay. Viel Glück. Okay, wir haben ein bisschen Energie verloren. Was soll's? So, Beute nehmen, das sind Münzen. Halte F zum Tragen. Fuck. Das wollte ich doch alles gar nicht. Das wollte ich doch nicht. Was habe ich denn falsch gemacht? Na, beim nächsten versuchen wir es nochmal und da läuft es hoffentlich besser. Beute nehmen. Der hat 20 Münzen dabei. Und auch diese Leiche verstecken wir mal schnell. So, linke Maustaste zum Werfen. Bisschen schneller bewegen. Der hat gar nichts dabei, das wir einsammeln können. Oh Gott, oh Gott. Mit F kann ich ihn ja fallen lassen. Da muss ich ihn gar nicht werfen. So. Die morgige Hinrichtung darf nur von dem dafür eingeteilten Personal und Würdenträgern mit entsprechender Genehmigung besucht werden. Okay, das wäre jetzt mal geschafft. In
hinter Ecken hervorschauen. Ah, wenn du Code E drückst, kannst du hinter Ecken hervorschauen und die Lage erkunden, ohne von deinen Gegnern gesehen zu werden. Das ist schon mal gut. Also, die können mich also nicht sehen. Gut, es gibt jetzt im Moment auch keinen, der mich sehen könnte. Ich habe ja alle erledigen müssen. Zumindest in diesem Raum. Aber vielleicht haben wir ja schon den nächsten. Fußgängerbrückenzugang 10 Meter. Hier haben wir, es ist immer schön, dass wir uns da überall verstecken können. Ich bin ja so gar nicht der Stealth-Spieler eigentlich. Ich hab, was habe ich denn? Ich habe Stealth-mäßig gespielt, eigentlich so gut wie gar nichts. Das werdet ihr, glaube ich, auch noch früh genug sehen, wenn ich, ja, beziehungsweise habt ihr schon gerade gesehen, dass ich das gar nicht kann. Ah, okay, an den roten Stellen können wir klettern. Haben wir hier noch was? Wir können F gedrückt halten, um durchs Schlüsselloch zu gucken. Hallo, Ratten. Na? Alle Idiot? Ja, Taste gedrückt halten zum Klettern. Und hier können wir auch nochmal klettern. Das ist schön. Gesundheitselixier, Dose mit eingelegtem Walfleisch. Okay, das gibt uns Energie. Und Dose mit gepökeltem irgendwas Fleisch, habe ich jetzt nicht gelesen, auch Energie. Und das Gesundheitselixier vermutlich auch. Ah, R, um das Gesundheitselixier zu trinken. Das machen wir gleich mal. Oh, wunderbar, hier gibt es noch mehr Zeug. Eine 10er-Münze, 5er-Münze, eine Pistole, dann noch eine, klar. Dann nochmal ein Gesundheitselixier. Die Schwerter können wir leider nicht mitnehmen, aber wir haben ja selbst unsere eigene Klinge schon dabei. Und ich denke mal, dass diese Sachen, ja, die können wir nicht mitnehmen. Die verspeisen wir gleich. Also ich lasse mal, die eine Dose lassen wir liegen. Ein Elixier habe ich noch dabei. Und hier noch ein paar Münzen. So, das sind einer Münzen. So. Hier haben wir sonst nichts mehr übersehen. Alles klar. Dann auf in den Kampf, vollgeladen mit Energie, vollgefressen mit eingelegten Walfleisch und so weiter, gehen wir durch die Tür in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zugucken. Vielen Dank dafür. Daumen nach oben, da wird man euch loben und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi.